Im Ernst? Hast du mich gerade angehupt? Hast du mich gerade angehupt? Junge, au, Hippies! Drecks-Hippies! Achtung, Achtung, hier spricht der Oberkommissar Polizei, Kommissar Bester Supreme Lord. Das ist der Polizeititel, den ich habe, wenn wir jetzt hier gleich spielen. Willkommen zu Kontraband Police. Das ist sowas wie Papers, Please. Kennt das jemand? Bestimmt, das war... Also wer es nicht kennt, guckt mal Papers, Please auf Steam. Holt euch das, das ist ziemlich gut. Wir müssen quasi den Grenzübergang bewachen und Papiere überprüfen. Und hier ist das, glaube ich, genauso. Ich habe mich nicht so richtig schlau gemacht. Auf jeden Fall war das schon länger in Entwicklung. Ich habe das schon seit einiger Zeit am Schirm. Jetzt geht's los. Kontraband Police. Ja, ich wünsche euch Spaß. Los geht's. Also das ist in einem fiktiven Land spielt das. Ist etwas osteuropäisch gehalten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die eine wirkliche Sprache sprechen. Aber es ist mit Untertiteln. Also viel Spaß, Leute. Los geht's. Kontraband Police ist literarische Fiktion. Das Spiel ist von der Realität inspiriert, aber alle unberechtigten Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen oder realen Personen ab Leben oder Tod. Grenzübergang Karikaka, Akaristan, 16.04. so und so. So schnell kann ich auch nicht lesen. Wach auf, Genosse, wir werden bald da sein. Ich werde das nicht immer vorlesen, aber vielleicht am Anfang. Oh, ein Hirsch. Die Jungs haben auf eine Kiste Wodka gewettet, dass du nicht mal eine Woche in diesem schäbigen Loch überlebst. Aber der Kommissar glaubt irgendwie an dich. Keiner, der hat sie angemeldet. Du befolgst besser alle seine Befehle, sonst endest du wie Reschnikow, armer Kerl. Er wollte nur etwas mehr verdienen. Das ist so ein typischer Simulator-Spiel, ja? Kennt ihr Polizeisimulator oder so? Okay, wir sind hier. Jetzt Berichte an den Kommissar. Viel Glück. Jawohl, Kapitän Sorokin. Und jetzt? Einfach raus. Jo! CZ? Ist das nicht Tschechien? Aristanka? Also so heißt die Welt, in der wir sind. Also das Land, Entschuldigung, Welt. Sind sie... Was ist da Reptnin? Nix. Ich soll jetzt rein, ja? Okay, wir kommen am... Das könnte ich sein, ey. Okay, sollen wir meine Dienstmappe ansehen? Ich sag jetzt noch nicht, wer dem ähnlich sieht. Igor Akarov, Generalsekretär, ist bestimmt unser Präsident. Dienstmappe. Okay, Vorgehen bei den Kontrollen, Zulassungsregeln sowie Länder- und Fahrzeugtypen-Tab. Ja, das ist wie bei Papers, Please, nur in First Person. Grenzkontrolle. Inhaltsverzeichnis, Vor- und Nachname, Haltbarkeitsdatum, Passnummer und Foto. Dieses Feld in dem Dokument, sie müssen gleich sein. Suche nach Rechtschreibfehlern. Levov Kulilev. Levon Kujujev. Aha. Aha, Haltbarkeitsdatum. Und Nachname. Bild überprüfen. Passportnummer. Passnummer vergleichen. Die Nummer und die Nummer. Und Akaristan. Das Land, wo der herkommt. Offizielle Stempel. Flagge.
Oh Mann. Ich glaube, ich lasse mich einfach bestechen, oder? Super, fangen wir an. Öffne die Schranke, um den ersten Fahrer für die Grenzkontrolle heranzuwinken. Willkommen in diesem glorreichen Land Aristasi Akaristan. Ich weiß ganz genau, wo wir hier sind. Was ist das da? Aussteigen bitte, Kontrolle. Um nach Akaristan einzurüsten, muss der Fahrer gültige... Okay. Послужи автоматичный компаратно инструменту, это контрольно соединитель Амьяно, это хорошный на всем документа. Okay, Vor- und Nachname. Bürgerkarte und das ist der Reisepass. Der automatische Vergleich reduziert deine Wahrnehmung. Wenn er niedrig ist, funktioniert der Vergleich langsamer. Und wenn er nur auf Null sinkt, bleibt die noch visuelle Vergleich. Okay, ich hasse sowas wie ein... So eine, ja, Mana-Bar für super Passkontrollen. Ich wusste gar nicht, dass Grenzkontrolleure sowas können. Ja, ist ja sowas wie Magie, meine Güte. Um eine Wahrnehmung zu generieren, solltest du eine Pause einlegen. Okay. Erwäge den Kauf einer besseren Unterkunft und dein Wahrnehmungsniveau in Dauer zu Die Nummer ist gleich. Kontrollbericht. Kontrollbericht. In diesem Bericht vermerkst du alle Ungereimtheiten, die in den Dokumenten auftauchen. Markiere mindestens einen Fehler, bevor du einen Fahrer abweist. Oder hinterlasse einen sauberen Bericht, wenn du den Zutritt gewährst, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Okay. Probleme finden, auftreten, finde alle auftretenden Probleme und höchsten Punktzahl zu erreichen. Ja, ist doch alles gut, aber... Gültig 26. Juni 81. Ja, und wir haben Mai. Alles klar. Das ist durch. Sieht er dem einen ähnlich? Ja. Genehmigt. Die Stempel hätte ich auch von... Na, endlich. Fahren Sie vorsichtig und wählen Sie stellen was an. Was ist das hier? Gute Arbeit, das war eine richtige Entscheidung. Ruf den nächsten Fahrer zur Kontrolle. Los, der nächste. Ein bisschen schneller hier. Kommen Sie an hier. Alter, mit dem Spoiler oben. Ich raste aus. Mhm. Alle Ausländer müssen eine zusätzliche... Okay. Aber was muss der... was muss er denn für... Was ist das denn hier? Ist hier jetzt ein Fehler? Gültigkeit. Gültig für... Gültig bis... Aha. Ist das jetzt falsch? Aha. Der wird abgewiesen. So, jetzt drüben ein Kontrollbericht. Haltbarkeitsdatum. Vadik Atayev. Tourismus. Abgelehnt. Passnummer Foto. Ein Reiseerlaubnis Passnummer. Damala. Warum? Los, umdrehen. Kommen die wieder? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Rechtfertige Ablehnung. $80. Geil, okay. Ich muss das immer noch ein bisschen mit den... Atajte, varizhu komandiru. Okay, Bild merken. Arosko prop shamana. Atmatur. Naja. Kein Geld dabei oder so?
Okay. Adare Demikan. Adare Demikan. 30Z0 bla bla bla. Das ist richtig. 16. August 81. Februar. Das ist ein Geburtsdatum. Gültig für 1681. August. Gültig bis Mai. Gültig für. Das muss doch falsch sein. Ja, passt nicht zueinander. Schon wieder verkackt. Das ist hierfür und das ist der Stempel von was auch immer. Gut, alles klar. Tut mir leid, Lappen. Du musst leider gehen. Oh, Kontrollbericht habe ich vergessen. Mist, jetzt hätte ich mehr Punkte kriegen können. Die alle mit ungültigen, ne, abgelaufenen, müsst ihr halt euren Behördengang absolvieren. Wir von den Behörden lieben das. Ja, scheiße. Minus 100, Fahrer war, der war sauber? Oh Mann, ich habe schon bei Papers, Please verkackt immer. So, nochmal. Ich habe es falsch rum gemacht, vielleicht. Scholek. Atrich. Akrovrotai. Also, wenn ich hier Grenzkontrolle mache, zum Beispiel gültig für Dezember 80. Gültig für die Länder. Okay. Die Einreiseerlaubnis. Achso, das ist die. Und welches Datum haben wir denn? Ach, wir haben den 16. April. Gültig für 12. Dezember. Oder wahrscheinlich bis 12. Dezember. Natürlich passt das nicht überein. Was für eine Scheiße habe ich denn da abgedingst? Dolet Gal. 800J. Tourismus Dezember ist richtig. Foto? Oh, halt! Der hat einen anderen Bart. Barasto Osipka. Wow. Hau bloß ab hier, du Lappen. Das gibt's doch nicht. Das war aber jetzt richtig. Barisu. Ja. Das ist meine Wohnung? Zeitung, Kollaboration aufgedeckt, Grenzoffizier verhaftet. Oh, das war mein Vorgänger wahrscheinlich. Geil. Erholung, Schlaf erneuert. Vielleicht 8 Stunden. Der erholt das Rüstung Quartier auf und maximal okay. Border Crossing Karigen Kaka. Tag 1. Ja, das war nicht so gut. Eigentumslinie. Wir haben noch $5. Oh je. Können wir nicht irgendwie einen Café noch bauen oder so? Adaiche Varis. Mein Name ist Yuri Petrov. I am Madre Commissaria Siu et Prevudni Drugasni Denna Vaszego Trenirovka. Leno czas. Mieli stać inkratni aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Szmugl? Krótko mnie nasze wywiady Iliad Maduro et dostawica wam starasztne informacje. Arbat śmiejto. A wajcie liszta ać informacje. Każe wano tritska estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukaci wsiem, kotory pasujcie opisaniu. Nemvinica, nuracho kontrabandu a szajadic ać akaristanska. Odrikso ać nita. Alter des Fahrers 38. Partielle Zulassungsnummer 7EB. Da hinten, das ist doch der Schmuggler. Sehe ich doch jetzt schon. Aha. Das war. Aha. Listo, Achnaschevo, Estio, Podrimnika. A questiona jego wychodzi as maschino. Er soll das Fahrzeug verlassen und die. Okay. Tobar, Tobar. Kontrabanditele paznoczno ich kryjówków. Ilio serwisz. Ona ja liszto, a ci violetka migot.
Luskomnie, wasz słuszny migotnik, eto as możli. F. A dajcie. A najpier, wy poszukacie znaków kontrabandu, ać eno zidzie. A! I dwa ćfundra to je. In diese Orte kannst du Schmuggelware finden. Dachhimmel, aha. Kraftstofftank, da, da. Auf dem Motor, auf dem Reifen, an der Seite, okay. Nimm das Messer vom Tisch. Krass. Ich brauche noch so einen Hund oder so, hier ist natürlich überall Alkohol. Schmuggler! Was durwa du raz? Jo, das geht doch gar nicht. Jetzt gefangen nehmen? Inogda esti oskryćna ać partio. Ilio trudy i nemesti. Ilio posukati etu maskota. Nie tak mi gotnika ta jest, a da wym madre obarstnej strat. Schauen Sie, meine Mutter, aber hier ist nicht nur die Taschenlampe benutzt, sondern auch ein scharfes Auge. Da ist es! Odlikso! Wsiem eto atma! Kokaino! Kontrabandiciele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre etu podrički as pasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. Barasto, Sipka! Du bist verhaftet! Im Namen des besten Polizeilords Commander hier vor Ort. Ressele, hier werden Kriminelle festgehalten auf den Transport ins Arbeitslager. Bau das Gefängnis aus, um maximale Kapazität zu erhöhen. Stelle einen Gefangeniswärter ein, um Fluchtversuche zu verhindern. Okay. Denk daran, dass das zurücklassene Gefangene im Polizeiauto auch das Risiko birgt, dass sie fliehen. Dass das zurückgelassene von Gefangenen im Polizeiauto. Okay. Polizeiauto? Ha! Wasz magazin. Ać wy możości prekowanki kontrabandu, instrumentu, a różniki... Kontrabandu, instrumentu? Perezno a rodni den na ja, wasz ekspadrycie. Lager überprüfen. Hier kannst du Werkzeuge, Waffen, erbeutete Schmuggelware und Handelsware abgeben. Baue das Lager auf, um Gegenstände zu lagern. Denk daran, dass alle losen Gegenstände verloren gehen. Kannst ausgewählte Gegenstände in dein Inventar oder direkt aus dem Polizeiauto nehmen. Schnelles Verschiebbahn von Gegenständen zwischen Fenstern. Control Linksklick. Ist das cool. Blitzka. So, und jetzt was mit dem Auto? Prüfbereich lernen, los. Ach schade, er fährt das nicht weg. Es gibt verschiedene Arten von Werkzeugen. Oh lol. Harte Elemente kannst du mit Hämmern zerschlagen. Mit Äxten kannst du jede Art von Fach öffnen. Und die Mistgabel? Der nächste. So, das war jetzt Alter 38. Mhm. Eingeschleimt. Propsa rado. Sem budu eto pariatko. Wie viele haben wir denn jetzt? 81. 42 geboren. Nee, der ist älter. 36, ne? Nee. Marvin Radiana. Arbeitsgrund Arbeit. Gültig für 14. Mai 81. Bis. Das ist okay. Name stimmt, ist richtig. Nee, ist falsch! Marvin Radindanu und Radidini. Aha. Bestätigte Fracht. Oh. Was ist das? Oh. Ein Moment. Ey, der muss trotzdem abgelehnt werden. Tut mir leid.
Nein, ich hab voll den Kontrollbericht. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Der Name war aber falsch. Scholek. Ja. Atrich. Dokumente bitte. Nein, das ist... Das ist Geburtsdatum. Nee, der ist alt. Was sieht es hiermit aus? Nee, das ist auch richtig. 229, ja. Gültig bis 11. Mai, April. Also das ist das Datum, wo ich checken muss, ob das überhaupt noch gilt. Ja. Atlista. Oh, Gott sei Dank. Viele Autos kommen aber nicht. Mhm. Der ist doch sowas von verdächtig. Oh, Scheiße! Entschuldigung, war ein falscher Knopf! So, der ist geboren 42. Wir haben 81. Gültig für August. Hm. Komm, wir lassen ihn trotzdem aussteigen. Ober, nie madre problema. Hm. Wir haben den einen Schmuggler nicht gekriegt. Ich kann das sogar... Da! Ich hab ihn! Falschgeld! Knast! Der will mich bestechen! 370! Gut, nochmal Glück gehabt. Ich habe nichts gesehen. Der war sauber. Der war sauer. Alles in Ordnung. Ha. Kannst dich glücklich schätzen. Sehr gut. Ich gebe mich ausruhen. Oh Gott. Hat er mir das einfach so vor die Nase gehalten? Gott sei Dank, weil ich... Das war wichtig. So, sehr gut. Willkommen am neuen Tag des Grenzübergangs. Genosse, wir müssen die Polizei... Deine Aufgabe ist es, Gefangene zum Arbeitslager zu transportieren. Und die Schmuggelware. Oder Werkzeuge kaufen. Also ich muss mir... Ja, komm mit, du Lappen. Vladislav, so und so. Geh zum Polizeiwagen, öffne den Kofferraum, nimm das Handbuch und Hilfe um den Kofferraum.
našeg inventaža na transferovni selekto pradometniki ač magazinu. Das Falschgeld hatte ich noch. Ich dachte, na, also ich habe Falschgeld und habe mich noch das war bei dem Kokain-Typen noch dabei. Das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Hier findest du das Polizatus. Sprich mit dem Mechaniker, um dein ausgerüstetes Fahrzeug vorbereiten und zu reparieren. Okay. Und jetzt? Nimm eine Schmuggelware direkt aus dem Inventar und nimm den ausgewählten Artikel aus dem Lager. Eine Feuerwehr-Axt. Ich sehe nicht den da weiter, ich raste aus! Ach du Scheiße. Alter, wie viel Zeug ist denn hier? Wie groß ist das Spiel denn bitte? Grenzposten, Arbeitslager. Wir halten uns einfach rechts. Okay, und wie geht das? Muss ich einfach... Alter, ich muss echt Licht an, Motor starten. Okay. LOL. Mach Platz, ich bin das Gesetz! Genau, das ist das Hotel, Motel Karat. Licht, faule Kamera. Ah, LOL. Ach, nie tapto. Listo, ach Astanova Burma, Broklaczku Tetrievo, ach my nie tap przejedzi cielo. Pochwyć ta topornik z Lugazdictwa, ach zbywać pokarek z pory. Chorosz. Das was? Pierejno, ach powrotny ku policejku maszynu. My madry od dialekta da rog. Macht Platz, Polizei ist da. Labercamp. Ah, hier ist es. Das fährt sich echt gut, hätte ich nicht gedacht. Odlikso. Eto mestie. Stanowka Nażny i Dambra, aż wydacie rozkaz, perewozku wsiem zakutników, Nażny i Boszli... Dajcie, Walisz. Odlikso. My zatrzymamy... Yeah! Jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir zu Vlads laden. Mann. Okay, wir sind da unten. Mann, die Musik. Ich weiß nicht, ob ich Copyright Strikes deswegen, Claims deswegen bekomme. Aber das klingt nicht danach. Freunde, weiter. Da fahren hier viele Leute rum.
Ach, ich habe auch einen Rang da oben. Guck mal, rechts neben dem Geld. Macht Platz! Ach, scheiße, wird in den Baum hingepflanzt. Direkt festnehmen. Vlad, ich würde was kaufen. Lol. Jo, Vlad, was soll ich denn kaufen? Ich meine... Wozu für Schrotflinten? Ich meine, warum brauche ich denn Granaten? Dann letzte Halt ist Polizeistation. Hier übergibst du die Schmuggelware. Dass ich auch die Sitze ändern kann und so. Im Ernst? Hast du mich gerade angehupt? Hast du mich gerade angehupt? Junge, au, Hippies! Drecks-Hippies! Was hat mir noch gefehlt hier? Guck mich alle mal. Ich bin das Gesetz. Ich bin das Gesetz! Der hat meine Tür kaputt gemacht, der rannt mich! Das gibt's doch nicht. Was erlauben die sich? Ich häng fest! Gibt's doch nicht! Ist mein Auto kaputt? Krasser Typ, ey. So, jetzt habe ich keine Tür mehr. Und dann kann ich schneller ein- und aussteigen. Das hat mich nur aufgehalten. Unfassbar. Friedhof? Okay. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da auf uns wartet. Illegale Zombies. So. Yo, ich bin gesprungen. Naukowym, acz przekażny je wo wsiem zobraną kontrabandu. Eno takoże aż można powziać się za posredstwo aż lugazny maszynu. Ada? Obarz na robotca. O, to chyba nie viel gebracht. Obarz! A wie pierwsze li ecz maszynu, acz powartnicka ja ku kontrol gondry. Okay, zurück zum Grenzposten. Jo, Alter, guck mal, voll die Basis. Jetzt müssen wir nur geradeaus fahren. Ups. Du hast dann heute gut gemacht und beschränkt. Arbeit nicht drauf, ständig in Station zu sitzen. Sehr schön.
So, wir gehen uns ausruhen, liebe Leute. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Kontrabandpolice, was haltet ihr davon? Also, ich finde es, das Tolle ist bei diesen Polizeisimulator-Spielen oder was auch immer, das Coole ist, du hast unter 1 von 10 Spielen voll den Diamanten. Ich bin gespannt, was man hier so machen kann. Es sieht danach aus, als wenn man echt viel Kreppel machen kann. Also, Leute, bis dahin wie immer, haut rein. Wie viel Folgen wir machen, ist immer offen. Ja, so wie wir Bock haben. Also, bis dahin wie immer, haut rein. Danke fürs Zuschauen.